Herzlich willkommen zu The Company of Heroes. Wir haben letzte Folge hier gespielt. Es ruckelt gerade ein bisschen. Ich weiß nicht warum. Hat aufgehört. Wir haben eine Airborne Ranger hier abgesetzt und eine Pioniertruppe erstellt. Ich habe mir die letzte Folge nochmal angeguckt. Ich rede wirklich beschissen. Aber ich hoffe, es euch stört es nicht. Also einfach hier, dann einfach noch eine Airborne. Dann nehmen wir diesen Punkt noch ein. Und wenn hier ein Panzer umfährt. Ah, ein Puma, aber nur ein Puma. Diese Airborne können sich ausrüsten mit. Natürlich, was hat er gemacht? Mit M18 57 mm Panzerabwehr. Waffe. Ja. Na, ich jetzt eine Gruppe. Ich guck mal, was ich jetzt noch machen. Die schälen da ihr Leben. Die schälen. Ja, ich würde sagen, wir greifen gleich an, wenn die Pioniere den Sherman fertiggestellt haben. Ja, das hat gefehlt. Ja, das muss erstmal reichen. Was haben die hier? Noch ein Stück. Also, gegen Kampfeinsätze haben wir hier nichts viel. Die beiden können hoffentlich auch den Stock gegensetzen. Fahren wir mal weiter vorne. Die. Ja, greif mal an. Also umpassen, die sind von hinten. Von hinten, wie kalt es gibt. Also, stopp. Oh, was? Weg da. Und da kann Nero drauf geschaut. Das ist nicht gut. Nicht gut. Also gut. Wir müssen gleich hier einnehmen. Also, die. Unsere Verbündeten helfen uns gerade. Und reparieren mal. Panzer. Ja, der ist fächer. Mein leichten Panzer. Sorry, immer noch sehr spät. leichten Panzerwagen. Ich nehme mal einen Schluck. Also, die Airborne haben schon sich bewährt. Die haben schon eine Plakette gewonnen. Oh. Wir haben die Sigma reingenommen. Okay. Ein Puma. Ja, Puma sind gut gegen Infanterie, aber. Okay, wie soll ich denn vorgehen? Die Airborne-Einheit, nimm mal diese Position ein. Die Airborne-Einheit, nimm mal diese Position ein. Ja, was soll ich machen? Ja, die halten einfach die Stellung, die Pioniere. Ziehe ich zurück. Also, ich rüste mal die aus hier. Ich komme mal Airborne hin. Deswegen finde ich Airborne so cool, weil man die Airborne überall absetzen kann, auch im Feindesgebiet. Ja, das muss ich auch da hinten ziehen. Hier Alpatis. Sag mal. Ja, okay. Diese Airborne-Einheit. Haftladung. Haftladung, danke. Wir schalten mal ein Panzer aus. Die haben eingenommen. Also gehen die mit. Okay. Gleich mal zurückziehen. So, der Kampf ist gewonnen. Ah, jetzt sind wir das da. Ah, ja. Na, verdammt. Ja, da. Nein. Okay. Verdammt. Ich immer noch mit der Tastatur.
So, schicken die Panther zurück. Ah, verdammt, die greifen an. Okay. Ich habe eine bessere Idee. Da. Einfach da. Haftladungen. Haftladungen raus mit euch. Durch. Durch. Haftladungen in den Panzer werfen. Meine Stufe. Ah, jetzt haben wir hier ein Panzer abwehrgeschützt. Macht sich ja komplett weg. Panzer zerstört. Die Airborne-Männchen nimmt das auch hin. Und die kommen wieder zurück in die Mitte. Geht gut für uns aus. Diese Folge könnte ein bisschen kürzer werden, weil die andere Folge ein bisschen länger geworden ist. Aber seid nicht böse, ihr habt die Schacht dann gesehen. Ich zeige mal die taktische Karte. Also wir sind gut im Vorsprung, also die Pioniere nehmen das ein. Wir haben fast die ganze komplette Karte eingenommen. Uns fehlen noch 1, 2, 3, 4, 5 Positionen. Hier sind 4, 5, 6 Positionen. 7, 8, 8, ja, paar Positionen. Die könnten wir eigentlich einnehmen, aber könnten wir auch sein lassen, weil wir die Siegmarken ja alle haben. Und die Siegmarke ist ungeschützt, egal, wir haben die. Wir haben die. Ihr habt gesehen, wie die Schützengruppe hier angegriffen worden ist. Okay, diese Airborne Ranger werden zum 4. Ne, 5. Zu 5 aufgerüstet. Hier sieht man nochmal die Airborne richtig schön. Erkennt man immer an den. An dem Zeichen hier. Ich zoome mal ein bisschen ran. An dem Zeichen, das sind die Airborne Ranger. Die setzen man überall ab und. Oh, was haben die hier? Ah, ein Pionier drum. Ja, können die ruhig haben. Nicht nach dem. Ja, okay. Zack. Zack. Wir hätten die. Ja, okay, die beiden fahren auch mal noch da. Zack. Der Panther fährt noch da. Ich verteile mal ein bisschen die Stellung hier. Ich habe jetzt. Unpassend. Unpassend. Sind die fertig? Zu 5? Ja. Zu 5 sind die fertig und gehen mal da rein. Mit einer Pantappe. Ja, weniger als 40 Punkte. Jetzt weniger als 40. Ist auch gut so. Ich habe auch noch. Ja, sieht ja gut aus für uns. Dann gewinnen wir mal die erste Schlacht. Auch ein guter Anfang. Was ist hier los? Weniger als 25 Punkte. Wir gewinnen. In der nächsten Folge werde ich vielleicht noch so eine Siegmarke einnehmen lassen, spielen oder dann in der übernächsten Folge. Also zwei Folgen werde ich eine Ausweichkarte spielen. Ja, vielleicht mit den Deutschen. Ich stelle mal alle vor, alle Fraktionen. Das war die britische, die amerikanische Fraktion, die ich immer spiele. Wenn ich spiele. Cooles Deutsch, wenn ich immer spiele, wenn ich spiele. Hier sehen wir nochmal die taktische Karte. Kurz taktische Karte erklären. Das war die deutsche Fraktion, also die hätten diese Stellung gut noch einnehmen können. Aber ja, die zum Teil, die auch zum Teil, aber hier hätten die keine Truppen mehr. Wir haben die gut aufgerieben. Wir haben fast die ganze komplette Karte eingenommen. Wir hatten immer noch, die hatten immer noch, unsere Verbündeten hatten immer noch ein paar Truppen im Hinterhalt. Ja. Ich weiß, dass ich mich scheiße anhöre, wenn ich so rede, wie ich jetzt rede. Also, wenn wir uns auf der Straße kennen, treffen, wie ich rede, höre ich mich ganz anders an. Als wenn ich jetzt so rede mit euch.
So, das war die taktische Karte. Wir hätten eigentlich noch Abwurf und Bomberangriff machen können. Hier den mal richtig. Das ist die deutsche Fraktion. Die hatten Volkskanadiere, mal ein paar Volkskanadiere. Die hatten uns ein Geschütz von unserem Freund geklaut. Die hatten noch schön und pfeffig aufgerieben. Ja, aufgerieben. Wir waren standhaft. Wir haben ein paar Truppen verloren, die wir gleich sehen werden. So, wir haben gesiegt. Ja, wir haben am meisten Fahrzeuge produziert. Wie viele Verluste? Wir hatten weniger Verluste. Also, wir haben 25 Verluste, 23 getötet. Zwei wurden ja verletzt. Wir hatten die meisten Territorium. Gebäude nicht so viel. Infanterie auch nicht so viel, weil wir hatten viele Fahrzeuge. Ja, die, also unsere Verbündeten hatten ja viel mehr viel mehr Infanterie als wir, viel mehr Gebäude, viel mehr Verluste. Ja. Jetzt kommen wir zu den Deutschen. Die hatten viel mehr Infanterie, wenig Fahrzeuge, viel mehr Gebäude, viel mehr Territorium, viel mehr getötet und viel mehr Verluste. Ja. Ja, soll ich noch einen Kampf machen? Ja, ich hab besser. Ich werde jetzt hier einen Sturm machen. Ja, ein bisschen noch was anderes zeigen, ne? Sturm. Ja, keine. Okay, gleich. Wir nehmen die drei. Ja, nehmen wir mal die Deutschen, ne? Wir nehmen mal die Deutschen. Ja, weil die Schlacht ein bisschen kürzer war, mache ich jetzt noch Sturm. Sturm. Ja, zeige ich gleich auf der taktischen Karte. Ja. Hoffentlich haben wir das nicht gesehen. ja. Immer noch der Ladebalken. Ja, da werde ich auch einen Cut setzen dann und in der nächsten Folge den Sturm weitermachen und dann noch eine Karte machen, damit ihr euch nicht so langweilt. Damit ihr nicht sagt, die Folgen sind zu lang, ich komme nicht mit. Also werde ich öfters einen Cut setzen oder mich verabschieden und dann in der nächsten Folge weitermachen, wie ich in der anderen letzten Folge gemacht habe. Boah. Ich weiß es noch nicht. Also, jetzt gleich zum Sturm. Also mache ich gleich die taktische Karte auf, wenn es hochgeladen ist. Hoffentlich. Sonst mache ich einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn es nicht hochlädt. Ich setze hier mal einen Cut. Ja, herzlich willkommen wieder zurück. Ich habe einen kurzen Cut gesetzt. Jetzt müsst ihr nochmal, leider nochmal das hier sehen. Aber es macht euch glaube ich nicht aus. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Cut wurde gesetzt. Ich dachte, ich habe ja angedeutet, dass ich vielleicht dann in der nächsten Folge weitermache. Aber ich habe dann auf die Minutenzahl gesehen und habe überlegt, ja, okay, ich mache noch ein bisschen. Ja, ein bisschen noch zur Erklärung. habt ihr auch Company of Heroes? Eine Frage. Ja, fandet ihr es gut, dass die Deutschen da angegriffen haben oder so? Und wie findet ihr die Situation hier gerade in hier nicht in Deutschland, sondern in anderen Ländern? Auch da gut, weil. Also, hier rekrutieren sie ihren Helden. Wir können hier Pionierheld, Kommandoheld, Sanitäterheld, Offizierheld, schwere Waffe, Spezialistheld, Aufklärerheld und Scharfschützenheld.
Na, ich nehme einen Schwert-Spezialisten. Also der Schwert-Spezialist hat ein MG. So, wie ihr seht, haben wir die gleichen Karten hier. Und wir müssen das hier hinten zerstören. Also, ich würde sagen, ich mache die ersten und den zweiten, fange den zweiten Ball an einzunehmen und dann gehen wir weiter. Also wir fangen hier an. Wir müssen die MG-Schützen, MG-Netzer zerstören. Also warten wir mal da. Ja, schieß dagegen. Du Dulli. Alter, wir machen unsere Rankchen Verteidigung kaputt. In der ersten Wahl haben wir nur normale Volksgeneriere. Wenn wir den ersten Wahl zerstört haben, kriegen wir wo stehen die denn? Da. Grenadiere. Also Panzergrenadiere. Also hier, die man kämpft. Ein Abschuss. Man sieht die Abschussserie. Wie viel getötet worden sind. Ja, und Level kann man auch aufsteigen. So, wir laufen mal mit, ein bisschen mit dem. Die Karte ist schlicht gehalten. Jeder hat die gleiche Anzahl von MG-Schützen, MG-Nester, hätte aufgeschrieben. Und ja, ist eigentlich gleich aufgebaut. Von der letzten Folge habe ich ja mit der neuen Bilderfolge habe ich ja noch mit den Alliierten gespielt. Ja, die mache ich auch noch mal einen Sturmangriff. Ja, vielleicht nächste Folge plus der. Ich weiß noch nicht, ob ihr das weiter, weitersehen möchtet oder nicht. Ja, hoffentlich wird es auch nicht von den Sperrt von YouTube. Ja, Verteidigung. Also sieht automatisch Deckung. Das ist auch schon mal praktisch, muss ich nicht immer hin switchen. Ja. Ja, müsste da gleich weitergehen. Gucken wir mal auf die taktische Karte. Ja, genauso ist aufgebaut auch die gegnerische, sag ich mal, Basis. Oder, ja, Basis. Ja, und da räumt gut auf. Und da räumt gut auf hier. Ah, im Genes da ist es. Das ist erstmal im Genes. Im Genes ist das schwer. Weiter fortzücken. Sonst kriegen. Die Airborne werden dir helfen schon mal. Ach, die haben sich ergeben. Gut. Rücken wir mal weiter vor. Bin ich schon für 6 schon. Ja. Ja, den ersten Fall haben wir jetzt schon mal erledigt. Genau, hier. Ja, wir rücken hier weiter vor. Wir könnten eigentlich auch noch die MG-Schiffen, die MG-Nester ausschalten, ob es nicht so weit. Aber vielleicht. Ja, wie ihr seht, das ist auch gleich aufgebaut. So, gehen wir weiter. Ja, der hält sich gleich tot. Regeln. Vielleicht bringt er auch was mit. Also, unsere erste Abschlussserie war 20. Geht ja für den. Niesen. Nase gejuckt. Ja, Entschuldigung. Hey, gestorben.
Abschlussserie des Helden beendet. Das da. Wir können in 5 Sekunden neuen Helden machen. Ja, wir gehen weiter nach da. Ja. Ja, aber da. Welche Helden nehmen wir mal? Ja, Kommando. Wechseln da durch. Hat eine. Maschinengewehr. Ja, ich switche mal durch die Helden, sonst wird mir langweilig. Nur mal runter. So, wieder aus. Dreh mal die Kamera. Mitlaufen können. So. So. So, jetzt laufen wir mal mit. Können sich von ihm sehen eigentlich, wie er gerade ausgucken kann. So, kann man auch mal. Ja. Wir nehmen noch den anderen ein, weil Cut war. Aber er hat gleiche Stufe wie die der andere. Hey, oh, die Abschluss. Wir haben gleich zerstört. Ja, ich mal kurz. Und dann mache ich die Folge erstmal Ende. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ja, das ist schon entschieden worden. Aufgestiegen. Yay, ein Kill. Einheiten haben sich ergeben. Ja, wenigstens ein Kill noch. Komm, ein Kill. Zwei. Ja, komm, ich hatte den Trupp aus. Gut, Truppe ausgeschaltet. Ich habe 4 Kills. Ja, würde sagen, ich hätte noch die Truppe, Schützentruppe aus. Das ist ein Pionier hinter. Eine Waffe, meine Granate. Wir fangen schon mal eine Granate dazu. Ja, die Schützengruppe sehen wir noch, wie wir ausschaltet. Da ist erste down. Die schießen gerade ihre eigenen Truppen ab. Ja. Dann dauert das noch. Zweite Down. Das ist auch gut verteidigt. Ja, vielleicht kommt gleich noch hinterher die andere Folge. Muss ich mal gucken. Hätte aufgestiegen. Ja, Granaten. Gut. Jetzt noch die beiden, kommt schon. Muss ich den Key wegnehmen. Ein noch, ja, perfekt. Ja, das war die zweite Folge von Company of Heroes. Ah, ich kann nicht speichern, egal, dass ich so. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Company of Heroes. Hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und ciao.